So, und damit herzlich willkommen zurück zu den PC Building Simulator Community Builds. Und heute haben wir mal wieder einen sehr interessanten Build direkt aus der Community dabei. Und zwar mal wieder etwas in einem ja sehr, sehr offenen Case, wo wir eine Menge Spielraum haben. Und ich freue mich schon darauf, euch gleich den Build zu präsentieren. Wir hatten das ja tatsächlich im letzten Community Build Part auch schon. Wir haben schon wieder einen weißen PC. Interessant, wie viele Einsendungen in die Richtung wir momentan haben. Aber ganz ehrlich, ich finde es cool. Und wir werden natürlich auch gleich damit loslegen. Aber vorher möchte ich natürlich nochmal gesagt haben, dass ihr mir selbst gerne PCs hier einreichen könnt, wenn ihr darauf Lust habt, damit ich die hier nachbauen kann. Und zwar müsst ihr natürlich nicht nur euren eigenen PC einreichen. Ihr könnt auch gerne welche von YouTubern oder Streamern einreichen. Die werden wir auch immer wieder nachbauen. Und ich gebe dann meine Meinung dazu ab. Und wir schauen uns so ein bisschen an, wieso vielleicht gewisse Sachen ausgewählt wurden. Einreichen könnt ihr mir PCs entweder hier über die YouTube-Kommentare oder über Discord oder Twitter. Beides ist in der Videobeschreibung wie immer verlinkt. Übrigens, desto besser ihr, beziehungsweise desto detailreicher ihr mir den PC beschreiben könnt, desto besser können wir die natürlich hier auch nachbauen. Und ich suche mir da immer schon Sachen raus, die wir recht gut im Spiel nachbauen können. Deswegen kann es sein, wenn ihr ein bisschen Pech habt und wirklich nur ein kleiner Teil der Sachen hier im Spiel wirklich drin ist, dass wir den PC dann auch hier leider nicht nachbauen können. Aber erstmal weg mit dem Frust und her mit der Hardware. Heute haben wir nämlich mal wieder einen sehr, sehr interessanten PC. Und zwar beginnen wir natürlich wie immer natürlich direkt beim Case mit einem Lianli O11 Dynamic. Beziehungsweise Sekunde, so O11 Dynamic. Und zwar in der weißen Variante. Leider, das kann ich auch hier nochmal zeigen, nehmen wir hier nicht das Normal. Also ist es schwierig. Ich war am Überlegen, wollen wir hier das Normal Dynamic oder die XL-Variante nehmen? Ist es schwierig, weil es eigentlich ein weißer Bild ist. Und es gibt das Weiße halt nicht im Spiel. Wir können dann halt nur hier in dem bauen. Ich war jetzt am Überlegen, ob wir vielleicht nicht die XL-Variante nehmen. Aber bei der XL-Variante haben wir halt den Unterschied hier hinten mit dem Lüfter. Das sieht dann vielleicht nicht so cool aus. Ist deswegen halt schwierig. Ihr müsst euch einfach vorstellen. Diese Aufgabe lasse ich jetzt einfach mal an euch, dass das Case mehr in die Richtung aussieht wie, Sekunde, wir stellen es einfach mal hier drüben hin, wie das hier. Ne? Also, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen Challenge, aber das kriegt ihr hin. Ich habe Vertrauen in euch, Leute. So sieht's aus mehr. Aber ne, das andere Case ist halt eine Größe ja dann sonst ein bisschen schwierig. Deswegen bauen wir einfach mal hier drin. Auch beim Netzteil müssen wir wieder eine Kleinigkeit abändern. Das ist aber gar nicht so schlimm. Es ist eigentlich ein Erben 850X mal wieder von Corsair verbaut. Hier in weiß. Aber ganz ehrlich, das muss nicht so super wichtig sein. Denn in diesem Case sieht man sowieso nicht das Netzteil von vorne, also ist das relativ egal, dass es hier hinten in seinem eigenen kleinen Abteil, da stört es uns nicht, wenn es nicht weiß ist, also lassen wir es einfach mal so und machen direkt mit dem nächsten Teil hier im PC weiter. Das wäre in dem Fall das Mainboard, das ist eigentlich ein Asus B550A Gaming, ist so ein Board um die 170 beziehungsweise 150 bis 170 Euro rum, je nachdem, ob man einen guten oder schlechten Tag erwischt. Das Board gibt es aber leider nicht hundertprozentig so im Spiel. Wir haben deswegen das B550F Gaming Wi-Fi von Asus. Das ist ein bisschen teurer, kostet meistens so 10 bis 20 Euro mehr. Da müssen wir halt einfach mal mit leben. Das andere Board ist tatsächlich jetzt auch nicht irgendwie komplett weiß oder so. Gibt es, glaube ich, bei B550 Boards super wenige nur. Also ist es gar nicht so super schlimm, aber natürlich nicht das gleiche leider. Bei der CPU haben wir einen AMD Ryzen 7 3700X mit ja seinen 8 Kernen und 16 Threads. Ist immer noch eine sehr, sehr okay CPU. Klar, ist nicht mehr auf dem Niveau von den neuesten CPUs bei AMD. Da ist gerade der 5600X, 5900X und so weiter, haben nochmal eine Oberhand einfach, was ihre Performance angeht, gerade bei der Single-Core-Leistung. Deswegen werden wir auch gleich, wenn es zur Grafikkarte geht, dazu kommen, dass wir da ein Downgrade hatten, denn die Person hat in den Kommentaren
erstmal den PC eingereicht und dann gab es erstmal eine kleine Diskussion darüber, ob das überhaupt viel Sinn macht mit dieser Grafikkarte und der CPU. Und letztendlich hat die Person sich dann gegen die ursprüngliche Grafikkarte entschieden, unter anderem auch, weil Grafikkartenpreise, aber halt auch, weil man sonst das System upgraden muss in naher Zukunft, wenn man wirklich die Grafikkarte komplett auskosten will. Aber erstmal ist nicht die Grafikkarte dran, sondern der RAM, und das ist Corsair Vengeance RGB, gut, wir müssen uns auch halt nicht vertippen, RGB Pro mit 8 GB und 3600 MHz und insgesamt ist dieser RAM zweimal hier drin, also haben wir insgesamt 16 GB, ist super duper okay für Gaming. In anderen Bereichen könnte man vielleicht auf 32 GB aufstocken, aber das hier ist auf jeden Fall noch total ausreichend und Vengeance RGB Pro ist prinzipiell auch noch leistbar, ist nicht der teuerste RAM. Gerade wenn man einen weißen RAM haben will, ist es natürlich nochmal ein bisschen teurer, weil davon weniger produziert wird. So, damit wären wir auch schon bei der SSD. Und da das normalerweise eigentlich eine Samsung 89 Pro ist und es die nicht im Spiel gibt, es gibt keine Samsung-Sachen, musste ich hier mal wieder ausweichen. Aber Gott sei Dank passt hier bei diesem Mainboard die Patriot Viper 4100, also die Patriot Viper VP 4100 rein. Deswegen werden wir auch die hier verwenden und zwar ist das mit 1 TB. Ich muss sagen, 1 TB ist schon okay. Also ich habe schon kritisiert Systeme, die weniger hatten, aber natürlich muss ich trotzdem an der Stelle sagen, 1 TB ist auch recht schnell voll mit Windows-Programmen, Spielen und so weiter. Gerade wenn man, was weiß ich, Call of Duty oder sowas spielt, dann sind das ja schnell mal 200 GB oder so von einem Spiel belegt. Und bei 1 TB hat man am Ende ja auch nicht genau 1 TB, sondern sagen wir mal 900 GB oder 950 GB, je nach Pech oder Glück. Und kann schon schnell knapp werden, aber man kann natürlich auch hier noch aufrüsten. Hier ist noch Platz für eine weitere M2 SSD und natürlich ist hier hinten auch noch mehr Platz für HDDs, wenn man welche will. Also, und hier unten für SSDs, aber diese zwei Dinge kommen weg gleich, aber dazu kommen wir dann. So, jetzt ist erstmal Zeit für die Grafikkarte und das ist in dem Fall eigentlich dann eine Zotac war es, glaube ich, RTX 3060. Leider mussten wir da umdisponieren, es gibt keine 3060, es gibt nur die 3060 Ti und auch da nur eine und deswegen nehmen wir die. Ich muss sagen, 3060 Ti kann man auch noch auf jeden Fall okay nehmen mit einem 3700X. Wie gesagt, ursprünglich wäre in dem System eine 3080 geplant gewesen. Deswegen halt auch die Kritik, was da die CPU angeht. Klar, in vielen Spielen wird man noch nicht so super Probleme haben, aber wenn man dann halt Sachen spielt, die ein bisschen mehr CPU-lastig sind, wird man es schon merken. Und die 3080 hat halt, wie gesagt, einfach nur eine unglaubliche Power. Da würde ich halt auch eher höchstens eine 3070 einbauen, wenn nicht halt eher sogar schon eine 3060 Ti oder 3060. Deswegen sind wir hier ein bisschen weiter runtergegangen, aber ist noch super okay und ist jetzt auch nicht irgendwie deswegen ein schlechter Bild oder ja, man kann vielleicht sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis leidet darunter natürlich eine Menge, weil das Case ist jetzt nicht das günstigste und wir werden auch gleich noch ein paar Lüfter einbauen und auch die SSD ist nicht günstig, aber irgendwo muss man halt ne, seine Balance in einem gewissen Maße schaffen. Man kann natürlich später auch die CPU upgraden, aber das kostet halt nochmal eine ganze Menge und man muss im Zweifelsfall halt schauen, dass man die alte vielleicht nochmal für ein bisschen was verkauft bekommt, um einen Teil der Kosten wieder reinzuholen. Aber auch das ist halt nicht so super easy. So, kommen wir erstmal zur Kühlung und das ist in dem Fall eine Corsair H150i, eigentlich mit Corsair QL-Lüftern in Weiß. Wenn ihr mir zugehört habt im letzten Part, gibt es leider keine Möglichkeit, die Lüfter an IOs zu ändern hier im Spiel. Es gibt auch keine weißen Wasserkühlungen, leider, zumindest nicht von Corsair. Es gibt, glaube ich, ein, zwei, die ein bisschen in die Nähe gehen davon. Also nicht solche Standard, ja, Lüfter halt. Ich meine damit mehr in die Richtung halt von RGB-Beleuchtung bei den Lüftern
wie das eben auch bei Corsair in dem Fall mit den Q11ern dann der Fall ist. Aber ja, eine weiße Wasserkühlung, ja, ihr seht es selbst gerade. Da haben wir nicht wirklich viel Auswahl, das hier ist so ziemlich das Einzige, aber ne, das ist dann wiederum ohne RGB-Lüfter, also kommt es auch nicht hin. Deswegen bleiben wir hier einfach mal bei Corsair, wenn wir halt auch ein bisschen Abstriche haben. So, die zwei Laufwerkschächte kommen raus, denn da werden gleich ein paar Lüfter installiert. Und zwar Corsair QL-Lüfter, insgesamt 6 Stück, jeweils mit 120 mm. Und wir müssen erstmal hier hinten aufmachen. So, sehr schön. Wie gesagt, das ist nicht gerade ein Budgetbild. Corsair QL-Lüfter kosten eine Menge Geld. Und wie gesagt, die SSD, eine 89 Pro von Samsung, kostet auch viel. Trotzdem muss ich sagen, gefällt mir der Bild. Er ist letztendlich dann doch ganz gut gebalanced, was die Leistung der verschiedenen Sachen angeht. Wenn es halt auch nicht ein Preis-Leistungs-PC ist. Aber dafür wird er am Ende ziemlich cool aussehen. Klar, bei uns ein bisschen in einem eingeschränkteren Maße. Wir haben weder eine weiße Grafikkarte noch eine weiße All-in-One-Wasserkühlung. Also, und auch nicht ein weißes Case. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin natürlich gerne offen für Feedback und, na, da haben wir einen Lüfter nicht angeschlossen, richtig. Bin natürlich gerne offen für Feedback, falls ihr eine Idee gehabt hättet, hätte ich lieber in dem O11 Dynamic XL dann bauen sollen. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und dann behalte ich mir das fürs nächste Mal im Kopf, dann machen wir das halt eben anders. So, wir werden natürlich trotzdem wie immer alles installieren, was wir hier brauchen. Zum Übertakten, denn das ist wie immer natürlich super duper wichtig für uns, auch wenn wir es eigentlich nicht müssten. So, wir werden alles übrigens, glaube ich, in dem Fall auf RGB stellen. Weil, ja, ist es dann doch sehr, sehr wenig von dem Weiß übrig geblieben. Da müssen wir jetzt nicht zwingend hier so einstellen, wie ich es immer tue. Bei solchen PCs. Sieht zwar immer noch cool aus, aber weißt du was, wir hatten jetzt so oft PCs, wo wir irgendeine einzelne Farbe drin hatten. Nehmen wir jetzt einfach nochmal was, was schön RGB ist. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier so rausholen können. Sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr sein als im letzten Part, weil wir hier eine größere Wasserkühlung haben. Und zwar für eine CPU, die eigentlich weniger Kühlung braucht. Also sollte das genau richtig sein. Okay, 45 Grad, 46 Grad so rum, damit können wir leben, das kriegen wir hin, da können wir noch ein bisschen übertakten und natürlich gilt das gleiche für den RAM, den kriegen wir auf 4000 MHz hier im Spiel auf jeden Fall und hier probieren wir erstmal 4,5 GHz, da sollte eigentlich hoffentlich laufen. Wenn ich richtig liege, haben wir sogar dann noch ein bisschen mehr Spielraum. Aber sagen wir lieber erstmal nicht so super viel, sonst holt uns die Realität des Spiels hier gleich ein. Aber okay, ich liege nicht falsch. Ich würde sogar nochmal ganz so 100 MHz mehr probieren. Das kann schon zu viel sein, aber wir haben es dann wenigstens probiert. 4,6 GHz wäre natürlich sehr schön. Da wären wir noch ein bisschen näher dann wieder an der höheren Performance, die man ne, bei einer Ryzen 5000 CPU hat. Und, sehr schade. Leider Thermal Throttling. Also gehen wir nochmal einen Schritt runter. Da sollte dann erstmal reichen. Hoffen wir, dass wir nicht wie in der Bauer-PC-Part zweimal runtergehen müssen, weil wir, wenn wir die Grafikkarte übertaktet haben, dann wieder Thermal Throttling bei der CPU haben. Aber das kann ich natürlich noch nicht versprechen, das müssen wir gleich sehen. Jetzt wird erstmal die Grafikkarte übertaktet. Wir haben sogar jetzt noch Thermal Throttling. Okay. Ja gut, sorry. Das ist gar kein gutes Zeichen. Müssen wir halt leider runter auf 4550 MHz. Aber manchmal müssen wir halt damit leben, dass nicht alles geht.
auch wenn wir es gern hätten. So, gleich müssen wir aber auf jeden Fall nach der CPU, nach der GPU schauen. So, jetzt haben wir hier auch bei der CPU wieder ein bisschen mehr Spielraum. Jetzt können wir hier mal richtig loslegen. Oder auch nicht so ganz. Ja, dann bleiben wir hierbei. Ist schon okay. Und lassen mal 3D-Mark durchlaufen. Ich bin jetzt am Ende gespannt, was wir so für einen CPU-Score hinbekommen. Wir sind auf jeden Fall unter dem 3960X. Das sollte uns jetzt aber auch nicht so sehr wundern. Der ist immerhin ein bisschen teurer. Mit dem haben wir über 40 FPS erreicht. Hier werden wir nicht über die 35 rüberkommen. Also die 36 erreichen wir nicht mehr. Aber es ist schon sehr okay. Ich kann damit leben. So, hier sehen wir denn jetzt auf jeden Fall mal, was die 3060 Ti so rausholt. Wie gesagt, es ist natürlich noch mal ein bisschen mehr, als man mit einer 3060 in dem Fall hier hätte. Nur um es noch mal dazu gesagt zu haben, werden am Ende wahrscheinlich wieder sehen, dass die Grafikkarte trotzdem ein bisschen stärker ist. Ich kann aber auf jeden Fall auch noch sagen, eine 3060 Ti ist auch noch okay für so ein System. Ich würde jetzt auch niemanden köpfen, wenn er jetzt eine 3080 da einbaut. Ich würde nur sagen, du verschwendest auf jeden Fall, je nachdem was du machst, halt schon einen guten Teil deiner Performance. Aber wenn man halt trotzdem noch in Zukunft upgraden will und das auch eher früher als später vorhat, dann ist das auch noch okay. So. 3060 liefert hier eher so RTX 2070 bis 2080 Performance. Aber das war zu erwarten. So, recht balanced. Zwar in der Theorie immer noch mehr GPU-Punkte als CPU-Punkte, aber ne, damit kann man leben. Das ist auf jeden Fall okay. Und je nachdem, was für einen Kühler man halt ne, drauf tut, kann man auch beim 3700X noch mal ein bisschen mehr rausholen. Das hier ist in dem Fall ja eine H150i. Bei der kann man schon was machen, wenn man sich traut zu übertakten. Ne, das muss natürlich auch noch mal dazu gesagt sein. Nicht jeder will das oder nicht jeder traut sich das. Aber wir hatten jetzt auch nicht so unglaublich viel Spielraum, also kann man auch nochmal sagen, wäre jetzt auch nicht so super viel weniger an Punkten, wenn wir nicht übertaktet hätten. Allgemein ist aber mein Urteil zu diesem PC, ist auf jeden Fall sehr, sehr schick, ist zu teuer, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man machen. Ich hoffe, euch hat dieser Part hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch noch gerne ein Like da. Auch natürlich gerne ein Abo, um kein zukünftiges Video mehr zu verpassen. Und reicht mir gerne mehr PCs hier ein. In Zukunft haben wir hier auch ein bisschen mehr Zeit bei den Community Builds, weil wir mit dem Story-Modus wieder am Ende sind fürs Erste. Wenn nicht gleich wieder ein Update rauskommt. Also brauche ich auf jeden Fall auch ein paar mehr PCs, die wir nachbauen können. Deswegen würde ich mich drüber freuen, wenn ihr welche einreicht. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns nächstes Mal hier zurück bei PC Building Simulator oder einem meiner anderen Projekte. Bis dann und ciao.